Hallo und herzlich willkommen zurück in Let's Play Minecraft mit Talanor. Da wo wir ausgelockt haben in der letzten Folge, beziehungsweise wo es geendet hat, stehen wir noch. Und das erste Ziel ist jetzt da eine Treppe hochzubauen. Dafür müssen wir hier quasi schon irgendwie anfangen mit den Stufen. Ich glaube, wir machen hier was ein bisschen was Pompöses hin, indem wir die dreistufig werden lassen. Ja, obwohl das ja dann natürlich hier passen sollte, ne? Es muss dann hier rüber. Guck mal, mach mal so. Genau, dann wäre das die Verlängerung. Dann können wir es hier aber noch in einem so ein bisschen überstehen lassen. Zack. Da wird schon direkt, begrünt. Oh je. Das reicht ja im Leben nicht. Das muss ja alles aufgefüllt werden. Das kann schon mal eine Folge ausfüllen. Vor allen Dingen, ich muss irgendwo auch Dreck sammeln nochmal, ne? Also hier kommt man dann so runter. Ja, das Feld ist ein bisschen klein. Das kann man aber noch vergrößern. Hier muss noch Holz dann rein. Hier dann die Treppe hoch. Und die muss einfach, ja, da muss ich quasi hier alles auffüllen. So auf jeden Fall schon mal, ne? Das ist ja die Haupttreppe dann. Genau. Dann geht's, das nicht. Aber hier eben. Zack. Das passiert mir jetzt wahrscheinlich öfter, dass ich da runterfalle und dann der da hingeht. Aber ich fürchte. Nee, Moment. Ja, es. Ich bin gerade so ein bisschen. Jetzt hattet ihr gar keine Zeit, quasi in die Kommentare auch zu schreiben, wie ihr das findet, jetzt hier nochmal, ne, kleines Hütchen hinzubauen, sozusagen. Hier gehen wir mal vorsichtig dran vorbei. Krass. Ich guck mal, hier geht's direkt runter. Ist ganz schön gefährlich, dieses Areal hier, muss ich sagen. Ne, hier geht's auch wieder runter. Mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall, muss ich hier noch ein bisschen Erde abernten. Und am besten so, dass das dann einigermaßen auch mit der Natur quasi. Nennt man das Flurbereinigung? Ich weiß es gar nicht. Aber da wird es ganz schön schwarz da unten. Es könnte ungemütlich werden. Genau. Ansonsten ist das hier schon die 48. Folge. Das ist auch irgendwie für mich total krass, weil ich bin ja, wisst ihr ja, neu im Let's Play-Geschäft und 48 Folgen eines Spieles. Ich finde, ja gut, ich meine, das ist ja, manche haben ja 1000 Folgen Minecraft oder mehr. Das ist natürlich da ein Tropfen auf den heißen Stein, aber für mich persönlich 48 Folgen ist schon krass. Also, und die ersten, die waren ja auch gut eine halbe Stunde, ne? Die waren ja wesentlich länger schon. Und habe ich hier die Ziegel drin? Ich weiß gar nicht. Ich lege die auf jeden Fall mal da rein. Dann konnte ich jetzt auch noch ein bisschen Erde hier. Butterfly brauchen wir nicht. Ja, die Kartoffeln mache ich da rein. Den Lehm lasse ich mal noch drin. Und die Kohle, die brauche ich wahrscheinlich auch gleich. Aber dann kann ich hier, guck mal, kann ich das nochmal einsammeln hier alles. Und dann geht es hier weiter. Mit dem Abbau zum Anbau, sozusagen. Aber jetzt habe ich schon einiges. Also es könnte jetzt quasi schon ein bisschen reichen. Ich dachte schon, nachher falle ich hier runter. Ja, nee, aber den lassen wir jetzt nicht hier so affig rumstehen. Das sieht ja doof aus in der Landschaft, ne? Wenn hier ein Wanderer vorbeikommt, denkt er, was ist denn hier los? Wir hatten hier so eine Unordnung gemacht. Und, genau, das ist ein bisschen wie so eine Pharaonenhügel hier. Könnte eine Pyramide drauf bauen. Nein, das mache ich nicht. Ich baue jetzt hier keine Pyramide hin. Ich könnte eine Pyramide draus bauen. Ja, das könnte ich tun, in der Tat. Nein, geht das jetzt nicht? Doch, das geht, glaube ich, sogar genau hin. Oder? Nee. Mit viel, ich könnte hier, wenn ich hier die Fläche abtrage, könnte das vielleicht gehen.
lass es bitte gehen. Komm, das geht. So, da wird es schon wieder dunkel. Das geht auch schnell, ne? Dass das immer dunkel wird hier. Aber guck mal, da muss ich hier nur eine Riege dran machen. Dann haben wir hier schon. Und vielleicht lasse ich das hier pyramidenmäßig nach unten gehen. Eben. So, das schon mal. Machen wir hier mal. Zack. Schon mal in die Leuchte hin. Ein Bett können wir hier hinsetzen. Ein Boden muss ja auch hier rein, ne? Hm. Wie klein bauen wir denn die Hütte? Klein erstmal, ne? Ja, wir haben ja nicht so viele Ziegel. That's the problem. That's the problem. Erstmal setzen wir das Bett für die Nacht zumindest hier hin. Wo ist es? Da ist es. Da ist das Bettchen. So, bumm, bumm, bumm. Einmal schlafen. Ah, ja. Boah, ich mag das ja jetzt schon mega. Oder? Gut, da geht die Sonne auf. Hier steht in diese Richtung. Müssen wir das Bett auch in diese Richtung bauen. Irgendwie. Mhm. Müssen wir noch irgendwie erweitern auch. Ja. Gut. Dann machen wir das Bett nochmal weg hier. Zack, bumm. Und heben hier mal ein bisschen aus. Eine Riege. Den Flaggenbaum lassen wir natürlich da. Dann gehen wir hier mal. So. Aber das ist ein bisschen knapp hier bemessen, ne? Da geben wir noch einen. Machen wir ab hier vielleicht so. Dann kommt man hier hoch und läuft dann. Ne, machen wir noch einen nach hinten. Sonst läuft man so ganz direkt aufs Haus zu. Geht das hier auch noch? Oder wird das. Gut, wir können nach hinten noch anbauen, ne? Aber ich hätte gern so ein bisschen Platz noch. Würde ungern so direkt mitten drauf laufen. Daher baue ich hier mal nochmal zu. Dann machen wir hier diese Riege auch nochmal zu. Dann können wir da auch den Bahnhof noch hinsetzen. Bahnhof, mein Gott. So, zack. Ah, jetzt muss ich wieder runter. Bum, 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 bum. Hier ist doch der Zombie, oder? Hier war doch gerade was. Naja. Der Ofen ist aus, das ist schlecht. Hier machen wir direkt hier die Bricks rein. Das hauen wir sofort raus. Brauchen wir eh nie wieder. Ah, jetzt haben wir wieder aufgenommen. 64 Clay. Na gut. Wir müssen eine Schaufel bauen. Zwei davon. Und kein Eisen im Inventar. So. Nee. So. Dann so. Das wird auch alles knapp, stelle ich fest. Dann machen wir hier so. Haben wir die Schaufel. Das hauen wir nochmal raus. Das sammeln wir jetzt eh wieder auf. Genau, ich wusste es. Dann machen wir aber das Eisen wieder rein. Und hier aus diesen können wir auch direkt schon mal ein paar Ziegel bauen. Die brauchen wir eh bald. Genau. Und was wir hieraus bauen können, sind Stufen, die wir jetzt brauchen werden. 40 Stück könnten reichen. Ich glaube es erstmal nicht, aber wir testen es einfach aus, ob die reichen. Ob die uns gereichen werden. Wir werden sehen. Sprach der Blinde zum Tauben. Zack. 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 Ich hab's mit erhöhtem Bauen irgendwie. Es gibt ja bestimmt Leute, die bauen auch in den Berg. Ich habe das auch mal versucht am Anfang, als ich mit Minecraft angefangen habe, habe ich eine Höhle in den Berg gehauen. Ne? Aber nee, ich bin eher so dann lieber auf den Berg und runterschauen. Das finde ich schön. Möglichst erhöht und ein Tal zu meinen Füßen. Das mag ich. Na komm, so. So. Dann machen wir hier das. Jawohl. Oh, cool. Das ist ja schon hier High-End Professional. Gott.
So, und jetzt hier nochmal. Ja, guck mal. So, jetzt haben wir hier eine Treppe. Nee, dann bauen wir hier natürlich hier diesen Gang noch weiter. Da können wir ja hier einfach jetzt den Burger zur Seite legen und hier füllen wir einfach auf mit Zeug. So, dann, das kennt ihr ja schon, hier ein Leuchtchen, da ein Leuchtchen, dann geht es hier hoch. So, genau, und dann können wir hier ab hier so das Haus bauen, bauen wir da eine Leuchte hin und machen hier quasi das Häusle erstmal so. So, da können wir aber hier schon mal direkt, wo ist der Schmutz? Da. Können wir da schon direkt ein bisschen was raushauen wieder. Zack, zack. Dann können wir nämlich bis hier und dann bis da und dann bis dort. Ja, das gefällt mir. Ich muss aber das Inventar, ich brauche mehr Platz. Ich kann schon direkt irgendwas rauswerfen. Ne? Komm weg. Barry. Ah, komm. Alles weg. Gooseberry. So. Das haben wir jetzt da runtergeschleudert. Hoffentlich sammeln wir das nachher nicht nochmal ein. Jetzt geht's hier also weiter. So, baue ich hier noch einmal rum. Zack. So, hier kann es eigentlich so bis zwei, ne? Dann gehen wir hier nochmal lang. Zack. Jo, es wird gut. Es wird gut und es wird cool. Dann hier das. Jawohl, das ist doch hier, ne? Wie Bob der Baumeister. In alter Manier wird hier gebaut, gehackt und Erde abgetragen. Jo, zack, bumm. Cool, Leute, cool. Ich freue mich sehr. Das ist der Hammer. So, jetzt haben wir hier schon mal den Grundstock gelegt. Wo hatten wir es? Da, 58. Bin gespannt. Also. Wir hier einen ordentlichen Floor haben. Mein Gott. Zack. Zack. Jawoll. Es nimmt Formen an. Zack. Hoffentlich reicht das? Reicht es? Bitte lass es reichen. Wahrscheinlich fehlt genau einer. Meistens ist das so. Nee. So. Da geht also die Sonne auf. So, jetzt haben wir doch hier schon ein paar Ziegel, ne? 22 erst. Waren das nicht mehr? Ich dachte irgendwie, es wären mehr. Naja, gut, 22 sind nicht so viel. Aber, und hier noch 16, okay, 38, aber so wahnsinnig viel ist das auch nicht. Ach so. Aber hier könnte ich überall noch einen Verbreiter, ne? Könnte ich eh machen. Sonst sieht das nicht so schön aus irgendwie. Machen wir doch mal hier noch einen Breiter. So, komm her. Zack. Zack.
Genau so. Genau so habe ich mir das gedacht. Dann müssen wir hier irgendwie. Das müssen wir alles auffüllen, ne? Das müssen wir alles auffüllen. So. Ja, ich rede gerade ein bisschen wenig, ne, weil ich irgendwie so ganz gebannt bin und am Überlegen bin, was ich denn jetzt hier, wie ich denn jetzt hier und so alles bauen kann. Genau. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen schweigsam und denke quasi nach. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt bei einem Let's Play, weil ihr wollt ja sicherlich teilhaben und ich denke mir einfach gerade so, ja, ich verbreite das jetzt hier, vielleicht baue ich wirklich sowas Pyramidenmäßiges. Irgendwie finde ich das cool, also als Idee. Und mein Gott, also, ne, ist ja Wumpe, kann ja wieder auch wegbauen. Aber ich mache mir nur so ein bisschen Sorgen wegen, wie heißt es, wegen der Arbeit. Also, soll ja keine Arbeit hier sein, aber ist natürlich, ne, wenn ich hier so pyramidenmäßig runterbauen möchte, da muss ich halt viel Dreck rankarren. Und dann habe ich mich gerade gefragt, wo bekomme ich den ganzen Dreck her? Ja, genau. Ja gut, ne? Von da wahrscheinlich. Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Genau. So. Guckt mal, jetzt ist schon wieder ein Tag des Bauens vorüber. Und hier kommen jetzt auch gleich die garstigen Gesellen an. Genau, hier noch schnell. Komme ich jetzt noch hoch? Ja. Dann haue ich mal schnell das Bett nochmal hin und lege mich schnell da rein und hoffe, so bumm, zack, dass ich aufwache, ohne dass hier Gedöns ist, ne? Ja, so war es. Und jetzt gehen wir noch einmal schnell runter. Und ich sehe schon wieder, die Zeit ist schon wieder rum für die Folge. Der Ofen, der grillt hier noch freudig vor sich hin. 57, das ist richtig gut. Da warten wir den einen noch ab. Dann haben wir noch ein paar mehr Ziegel. Und genau so. Achso, wir haben schon 60 gehabt. Jetzt haben wir 61, das gibt ja noch ein paar Zahl. 15 nochmal oben drauf. Das ist ganz gut. Wie viel haben wir jetzt hier noch drin? Und da kann ich die 27 noch reinhauen. Ja, ich kann es auch voll machen, ne? Ist ja Quatsch. So. Dann noch einmal nach oben. Und dann legen wir in dieser Folge noch den Grundstein für die Wonne. Warte mal, wie viel Dreck habe ich hier noch? Genug? Nein, das dauert zu lange. Aber ich will dann hier natürlich auch noch. Ne, dann soll es auch wirklich überall zwei breit sein und nicht irgendwie. So, da aufhören, ne? Bei der einen Seite. Zack, 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 zack. Bam. So, da läuft eine Kuh. Egal. Jetzt also die Grundsteinlegung. Und fort, und fort. Bam. Yeah. Doch, ich habe doch unten das Haus auch mit Ziegeln gebaut. Die Ecken, die bauen wir aber wieder hier mit Sprouse Wood. Legen wir die aus. Damit das schee wird. So, guck mal. Bei dem. Und, machen wir auch so. Dann haben wir da schon ein Bäumchen stehen. Zack. Und dann ist das weg. Genau. Oh, das, nein, das wird schön. Das wird echt schön. So, das muss auch weg. Ja, das machen wir, Leute. Wir bauen hier eine Pyramide. Das gefällt mir, die gefällt mir, die Idee. Also zumindest können wir dann, genau, hier so treppenmäßig in alle Richtungen runtergehen. Und von hier werden wir dann auf den Bahnhof, also eine Bahnstrecke hier so rüber, bis darüber. Ja,
dass man quasi von hier auch schnell wieder drüben ist in einem anderen. Ja, genau. Und hier dann, ja gut, dann muss man hier leider, muss man ein bisschen rüber gehen, aber das wäre okay für mich. Dann machen wir hier aber auch die Treppe so ein bisschen, genau, die Tür machen wir so ein bisschen versetzt. Die machen wir hier noch ein Stück rüber. Die machen wir noch ein Stück rüber. Dann, genau, kommt man hier so hoch, genau, ja, dann kann man hier so ein bisschen rüber gehen. Und dann kommt man hier rein und hier kann man auch schon irgendwie so ein zweites Zimmer andeuten. Ne? So, also nicht so. Dann hier. Das werden wir aber auch noch mit Holz auskleiden und so weiter und so weiter. Dann wird das Schlafgemach. Hier bauen wir dann Werkbank oder Kochecke hin. Fenster und so. Ja, genau. Jetzt sind schon 20 Minuten rum. That's the plan. Für die nächsten Folgen werden wir hier eine Pyramide errichten und die Bahnstrecke bauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, genau. In diesem Sinne sage ich einen schönen Tag euch noch oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Und bis bald.